Da habe ich gesagt, das hält keine Sau aus. Das kannst du nicht machen, außer dir die Medien nicht zerreißen. Sachen, die wir nicht verstanden haben in deiner Karriere, was du beschlossen hast zur damaligen Zeit und was durch den Film transparent wurde. Und als Tim mir dann von der Pop-Akademie erzählt, da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich, vielleicht ist das interessant auch für Studenten. Vielleicht können die irgendwas daraus ziehen. Und da kam die Idee, diesen Film vorzuführen und ich bin sehr, sehr gerne hier und freue mich unglaublich auch nachher von euch noch. Ich hoffe, von den Studenten noch ein paar Fragen gestellt zu bekommen. Okay? Dann hoffe ich, ihr habt Spaß und es unterhält. Hier ist Fleiß und der ganze Raum hier ist Glück. Das heißt, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Man kann das sehr schön sehen. Und ich würde euch an guten Sachen raten, mehr so Sachen anzugucken. Es gibt zum Beispiel die Anthology von Beatles, wo man sehr, sehr klar sehen kann. Die Jungs waren hochbegabt, wirklich, schon am Anfang. Aber sie konnten nur passieren unter diesen gesellschaftlichen Umständen, die geherrscht haben, unter den politischen Umständen, die geherrscht haben. Sonst wären die Beatles dann eine normale Band gewesen. So sind sie zum Icon geworden. Und das ist ein bisschen, auch die Medien kapieren es auch nicht, die erklären das zu Phänomenen, die man nicht erklären kann. Aber wenn du so ein bisschen forschst und ein bisschen siehst, wie war die Situation denn damals, als das passierte, da wird es interessant und dann kriegt es auch eine geschichtliche Dimension. Und dann ist es auch interessant, sowas anzugucken. Du hast es gerade erwähnt, viel selbst machen, immer mehr selbst machen. Bei dir ist es jetzt auch gerade so, du machst eigentlich fast alles selbst. Ja. Nicht den geschäftlichen Teil, also davon habe ich begrenzt Atem, aber ich passe schon auf. Ja. Bei dir ist das eine freiwillige Entscheidung. Du kannst die positiven Seiten daran genießen. Bei den Studierenden hier ist das eher noch so, naja, so macht das kein Major Deal da. Und also wenn ich es nicht mache, mache ich es nicht. Wie erlebst du das, wenn du jetzt vieles selbst machst, dich um vieles selbst kümmerst? Ist es rein positiv oder siehst du auch manchmal? Ich bin aber doch auch in einer komfortablen Situation. Das darfst du nicht vergessen, das ist gerne. Aber trotzdem, man muss auch aufpassen, wenn ich heute, ich sehe das ja, ich bin ja manchmal junge Leute und Künstler und sitze mit denen zusammen. Und wenn ich dann sehe, was da für Verträge kommen von den Companies, das ist ja schon was. Aber ich glaube nicht, dass man sich darum einlässt. Wirklich nicht. Also das ist einfach demütig. Wenn du heute Fan machen die Angebote, also gerade Majors, wo dann drinsteht, du musst von den Konzerten was abgeben, du musst von Merchandising was abgeben, du musst von dem was abgeben, wo so solche Sachen sind noch gar nicht passiert. Da ist noch gar keine erste Platte gemacht worden. Das ist erstens sehr wenig Vertrauen, weil heute alle versuchen, sich in irgendeiner Art und Weise abzusichern, alle Angst um ihre Posten haben. Und Angst ist etwas, was Kreativität für meine Begriffe unglaublich behindert. Das ist der Punkt. Aber ich würde nach wie vor, und das ist bei mir genauso gewesen, ich als kleiner Kerl machte meine erste Platte und die zweite und dritte und es wurde einfach immer schrecklicher. Und ich bin dann hingegangen und ich sage, ich kann mich nicht mehr mit irgendeiner Plattenfirma unterhalten über meine Texte und der muss die genehmigen, weil das ist dann so ein Prozess, bis ich dann im Studio war, schon keine Lust mehr. Und habe zur damaligen Zeit, da habe ich wirklich noch nichts verkauft. Ich habe gesagt, also entweder die macht das nur weiter, wenn ich jetzt einen Schritt kriege, totale künstlerische Freiheit. Die haben die mir gegeben, warum auch immer. Aber vielleicht lag es auch an der Überzeugung, die ich hatte. Also macht euch gerade, das sind alles Papiertiger. Thank you.